Willig kam deine Party peilen. Alright, wir wollen in erster Linie, machen wir das mal gleich so. Sag mal. So. Das ist super. Dann haben wir Battery Switch on, Anti-Collision Light können wir gleich starten. Die nehmen wir aus, etwas schalten wir die ein und die schalten wir auch zurück und nur leicht was ein. Dann können wir hier eigentlich gleich, ne, wir warten noch. Wenn alles hoch wird. Gut, machen wir Warning Light Test. Funktionieren alle. Funktioniert auch. Geht auch. Fuel Quantity. Geht auch. FADEC Mode. Yes. Overspeed and Horn. Wunderbar. Alright. Machen 17% bei Torque. Wir drücken Starter und checken Torque. Torque rising up, Magnete rising up, Energy rising up und Rotor dreht. Overcheck. Diesen Piece all green, fuel quantity checked. Cleared for takeoff. Kev ist irgendwo da, ne? Ah, da. Ah, wir drehen auch rechts in den Right Turn. Hier Runway Heading. Runway 2-3. Negative. Dass da beide Runways nicht beide angezeigt werden? Oh, strange. Ich glaube, das bleibt dieser Nebel hier, Family. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich nehme an, es bleibt dieser Nebel. Yes, cool, mach das. Bestell mir, glaubst du, mal was zu essen? Ich habe jetzt langsam Hunger. Stupnikov! Ist auch doch hier on the ground. Okay, man sieht nix. Wir fliegen jetzt mal weiter raus. Vielleicht wird das Wetter besser. Fliegen wir Richtung City. Und es sind noch VFR Conditions. Das reicht noch. Aber untere Grenze nach mir. Keiner würde hier wahrscheinlich fliegen, wenn er die Stunde nicht brauchen würde. Oder Erfahrung. Sonst fliegst du gar nicht. Wäre uncool. Siehst ja nichts. Nicht mal hier komplett zu Ende Piste siehst. Ja, sind wahrscheinlich doch keine VFR. Weiß nicht, kein Meta. Aber wir sind ja jetzt hier nur der Chill im Flight Simulator. Selbst auf WhatsApp, da würde ich keinem irgendwie no VFR Conditions erteilen. Weiß ja sowieso nie, was die für Meta eingestellt haben. Ja, es macht nicht auf, ne? Dann nehmen wir nur, wenn es geht, den Nebel weg.
Genau, jetzt können wir auch ausschalten. Vorhin haben wir das schon reingelassen. Da kommt zwar noch kurz einer entgegen. Der ist hier wahrscheinlich auf dem ILS hinter uns. Nee, kann nicht sein. Der ist auch keiner. Schweizer Alpen hast du geschrieben, ne? In Alpen. Lassen wir uns schön hochziehen. Ich mache keinen Windenstart. Den Toronto Tower kann man schon eindeutig sehen. Soul Sniper. Doch, das geht. Es geht. Es geht. Was macht Powerplanes? Wie fliegt der? Ah, der ist da hinten. Jetzt sehe ich ihn. Von unserem Schweizer Wattzimmer, Wack Switzerland, und die haben schon, da haben zwei schon getestet. Braucht doch keine zusätzlichen Mods oder so. Finde ich cool. Wir drehen jetzt da links ein. Dann können wir eine Rechtskurve machen. Aber zuerst machen wir noch eine Pause. Ist okay? Du willst noch eine kurze Pause machen. Ich glaube, ich bestelle mir dann auch. Oh ne, wo ist Kev Kev? Sieht geil aus. Ich komme mir wirklich fast vor, als ich da real in Toronto jetzt rumfliege. So geil. Alles klar. Dachte, du bist schon wieder abgestürzt. Oder irgendwie disconnect oder so. Ja. Ja, und sowieso Windcalm. Ich weiß nicht, wo da einer steht. Aber wir fliegen hier einmal quer drüber und können mal rekognieren, wenn ich das sagen kann. Ne? Hast du das World Update? Weiß nicht, welche Nummer, aber das von Kanada, hast du das runtergeladen?
Dort steht einer, der ist am Runway. Und da ist der Militär, glaub's. Da wollen wir nicht hin, ne? Können wir hier rechts eindrehen? Der startet, glaub's, sowieso nicht. Boah, da hast du noch eine Testbox. Wenn wir jetzt starten, machen wir noch Bremsen hier ab, aber passt. Klar kommt jetzt hier das Feuerwehrfahrzeug. Hi Tower. Können wir im Tower noch winken? Der steht immer noch da. Der soll jetzt weg. Wir gehen jetzt neben ihn da. On ground, wunderbar. Finde ich nice. Alles klar, Kev, schön, bist du mitgeflogen. Schönen Abend noch und bestimmt bis zum nächsten Mal, ne? Mein Lieber. Landing Light off. Brauchen wir nicht mehr. Hier können wir auf Idle. Da können wir auf Off. Das brauchen wir schon nicht mehr. Das können wir ausschalten. Heater können wir ausschalten. Beta, Tipper, Position Light, Strobe Lights und der Chain können wir eigentlich auch schon wieder ausschalten. Brauchen wir nicht mehr. Den können wir ausschalten. Das und das. Und dann können wir auch auf Off schalten. Und dann können wir den jetzt eigentlich ausschalten, weil wir haben so ziemlich... Wie lang ist bei dem überhaupt? So im Detail ist, glaubst du da nicht, ne? Kann mich mir die Rotorbremse nicht anzeigen? Hat gar keine. Okay. Ja, dann geht's so im Detail nicht. Leider. Shut off. So, wie sieht dann jetzt das aus, wenn man das hier... Oh, nicht schlecht. Also wie in real life. Geil. Wie in real life. Das mit der Rotorbremse, das ist so schade. Warum ist der jetzt weg? Ah, jetzt hebt ab. Jetzt startet er, glaub's. Ist auch ein Hubschrauber, ne? Und der Boreal Kaktus.
Wir haben viele Tanker hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Tanklastwagen. Okay. Idigr. Jetzt startet er mit einem was, weiß nicht, für den Chat.